So, meine Damen und Herren, da geht es weiter. Und ich habe mal gerade seit Aufrufen YouTube Hilfe. Maximale Upload-Größe. Du kannst Dateien mit einer maximalen Größe von 256 GB oder einer Maximallänge von 12 Stunden hochladen. Je nachdem, welcher Wert kleiner ist, kann sein, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. Entweder die 256 GB oder die 12 Stunden. Das liegt daran. Es kann sein, dass du ältere Videos siehst, die länger als 12 Stunden sind. Das liegt daran, dass wir die Grenzwerte für Uploads in der Vergangenheit schon einmal geändert haben. Also ich darf maximal 12 Stunden Material am Stück hochladen. Und max eine Datei mit maximal 256 GB. Und dann gucken wir mal, wie das ist. Also wenn nicht, also ich bin unter 12 Stunden pro Datei, das auf jeden Fall. Aber es ist die Frage, ob ich nachher über die 256 GB komme. Glaube ich aber auch nicht. Vielleicht als Gesamtgröße, vielleicht nachher. Wenn ich nachher vielleicht vier Videos habe und die vier, sind die vielleicht vier Videos zusammen vielleicht 256 GB groß. Aber nicht ein Video. Was habe ich denn eingesammelt? Dich, ja, ich muss da lang. Wo ist eigentlich Marvin habe ich ja schon plattgelegt. Ich weiß nicht, ich habe ich hier ne, dann habe ich die. Sch ich habe die schon geöffnet, gut. Oder ist denn noch mal die Treppe? Wo stehe ich denn da? 1F. Ach, ich glaube, da komme ich, glaube ich, gar nicht hin. Denn ich muss einmal auf die andere, auf die Seite wieder. Da gehe ich da wieder lang. Und dann gehe ich da unten lang. Dann müsste ich da hinkommen. Ach nee, ich kann auch hier oben lang gehen, weil der Bereich ist offen. Ah, ich habe ihn schon gehen hören. Der müsste auf dem Rückweg gleich durch die Wand brechen. Ich sollte vorher mal hochgucken, ne? Da ist nur ein Textdatei.
Er ist genau da drinnen. Da unten hatte ich noch eine Tür da drüben. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich den langen Weg gehen. Diggi, wo kommst du denn her? Ich weiß, dass er lecker. Gekommen ist. Oder wäre ja. Allerdings ist der Lecker denn hier, wäre er hier vorne gespawnt. Da ich jetzt aber natürlich von hinten gekommen bin, ist klar. Und ist er wahrscheinlich an der Decke gekrochen. Den kann ich jetzt, wie gesagt, nicht gebrauchen. Bei Resident Evil 3 war es unser Veteran mit Autosave noch zusätzlich, was ja erst bei der nächsthöheren deaktiviert wurde, was ja hier jetzt auf Veteran deaktiviert worden ist. So, dich nutze ich einmal. Nur um dich dann einmal kurz voll zu haben. Weil jeder Hit könnte hier tödlich sein. Und die Pflanze habe ich anscheinend schon mitgenommen. Bist du denn da? Du fehlst mir am Umdrehen.
Bist du schon auf meiner Ebene? Nein. Jetzt bist du auf meiner Ebene. Und da ich auch Resident Evil 3, glaube ich, auch auf Veteranen durchgespielt hatte, ist es hier nur Umkehrschluss genauso, dass ich das hier auch auf Veteranen mache. Ich hoffe nachher der Bereich mit Ada richtig brutal hart sein wird. Da muss ich richtig hart viel dodgen. Das Problem ist, der Bereich, da kommt ja genau danach. Also, Ada ist nicht. Ada ist nicht weit entfernt. Was das betrifft. To write a report on this. Ich muss gleich mal gucken, ob ich da noch mal lang gehe. Genau, ich kann eigentlich praktisch rüberlaufen über die Feuerleiter. Ich kann nach unten lang gehen, denn an der Feuerleiter hinten die andere Seitentür durch. Genau. Oben. Ich muss schon wieder aufs Klo. Das kann nicht normal sein. Noch einer, der hier durch will. Nein. Gut. Ach, ich lasse euch weiterlaufen. Ich muss einmal kurz aufs Klo. So. Ich glaube, wenn ich jetzt durch die Zukunft gehe, müsste da ein Hund recht sein oder ein Licker sein.
Okay, wieder noch. Na, wie gesagt, das am Anfang der ersten Folge. Ja, das vergessen wir mal ganz schnell. Hallo? Hä, welcher fehlt denn noch? Ach, er hier oben. Digga, das ist einfach lächerlich gerade. What are they after? Schleudertrauma! Twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You gotta kill me. Nothing dies down here. I take it you have the key card. Yeah. And this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it, let's get out of here.
Ich glaube, so Speichern habe ich, glaube ich, genügend jetzt da. Habe ich es nochmal hier, nochmal drin. Ich glaube, in der Truhe habe ich, glaube ich, nochmal 6 oder sowas. Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Well, what exactly are you looking for? More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? Yeah, well, someone's got to get word to the authorities. We need reinforcements to save this city. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Unten kommt gleich einmal der Punkt, wo ich das nächste Mal safe, bevor wir das Krokodil kriegen. Aus Sicherheitsgründen, wie gedacht, noch. What a mess. I said, don't move! I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I kill you are. You're gonna turn around and go right back out the way you came in. I think your daughter needs help, sir. Don't tell me how to deal with my daughter. Drop it. No! Wait! Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate? Fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy? Daddy's here. Come here. Okay? Those fucking things outside. They did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? She was our sweet little angel. Mommy. I was sleeping, honey. Okay. And I'm gonna. You're a bad dude, okay? Just go. Just give us some privacy. It's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. Ah. Heard of the Umbrella Corporation? They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus.
It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. This is how we get to Annette. Based on what you've said, the sewer seems fitting. Well said. After you. Gee, thanks. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ, this leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Jesus! That an earthquake? I sure as hell hope so. What the hell? Stay shut. God only knows what's down here. Ich nutze mir einmal kurz. Ja, ich gebe da kein Autosave auf Veteran. Ich hab keinen Bock beim Kroko zu verkacken. Again? It's not too late to turn back, Leo. No chance. You're stuck with me to the end. You sure this is the right way? Unfortunately. Wait there. Chew on that, you overgrown son of a bitch. Will ich hier meinen Speicherpunkt, ne? Da fupp, und man ist nur den ganzen Weg runtergegangen. Leon, up here. What the hell was? Just get up here. Und glaub mir, hätte ich jetzt nicht gespeichert, wäre ich verreckt. Ist meistens so. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Jetzt muss ich gleich Ada spielen. So let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous.
Na, hier speichere ich jetzt nicht. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-Virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh, yeah? Hey! Stop! You'll never get the G-Virus! Didn't expect that from a scientist. Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I'm right outside the facility, in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Ja, es kommt der Part, der eigentlich beschissen ist. You can run, Annette, but you can't hide. It's secret weapon time. Okay, du bist offen. So. Ja, komm, Digga. Hallo! Ausrüsten! Digga! Komm, Digga, fick dich doch! Digga, das du bist. Ja, fall doch mal um, du Stück Bastard. Ja, komm. Die, das ist unlogische Scheiße, komm. Digga, das ist einfach reine Schikane, Diggi.
Ja, Dingi, du musst das jetzt nicht noch eine Minute hinziehen. Ich weiß, dass ich tot bin. Meine fucking Fresse, Digga. Ich hätte die Scheiße doch mal da hinten speichern sollen nochmal. Digga, jetzt würde ich ja die Scheiße nochmal durchlaufen. Was einfach nur Scheiße ist. Weil du mit ihr kein Erste-Hilfe-Set kriegst. Nix. No chance. Digga, ich frage mich, wie man da durchlaufen kann und jede Ficke dodgen kann. Holy shit! Ich speichere da oben gleich nochmal, da habe ich keinen Bock drauf. Weil gesagt, mit ihr werde ich jetzt tausendmal. Weil mit ihr werde ich jetzt tausendmal an dieser Scheißstelle sterben. Leon, up here. Ja, komm, Diggi. Dass man die Scheiße einfach nicht überspricht. Halt die Fresse. Dass man die Scheiße einfach nicht überspringen kann, Diggi. Nein, man muss sich die... Ja, komm, bleib da nicht stehen. Geh weiter, du Fotze. Meine Fresse. Guck mal, hier ist Diggi. Diese scheiß Hitbox, ne? Tausendmal fetter als diese Person, Diggi. Ja, komm, geh noch langsamer. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit für eine scheiß Aufnahmesession. Denn ich krieg die Scheiße immer nicht bezahlt. So, let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Brauchen wir nicht. You can run, Annette, but you can't hide. Ja, komm, Digi, das dauert mir einfach zu lange. Das kann sein, dass wir jetzt diese Aufnahme und wahrscheinlich nochmal die nächste Aufnahme dafür brauchen. Hallo?
Ja, komm, Diggi, das ist wieder Logik on Point, Diggi. Diggi, wo ist das Scheißding? Hallo, geh doch mal da durch! Meine Fresse! Allein schon, dass du ja keine Erste Hilfe kriegst. Ich brauche gar nicht für dich. Naja, komm, mach schneller. Your ID is authorized until October 1st. Please return before this date. Not gonna happen. Mit Leon muss ich ja an einer Stelle gleich nochmal speichern. Weil ich in dieser Szenario die Scheiße nämlich nicht Hammer spielen will. Nein, der Controller vibriert.
Ada? Damn it. Ja, ob ich danach noch Claire spiele, weiß ich nicht. Den zweiten würde ich sagen. Where are you? So, ich bin da. Ja, den behalte ich mal. Oder habe ich jetzt zu früh gespeichert? Aber egal. Bist du von einer der Verschossen genau? Mal gleich wieder aufs Klo. Cable car. Interesting. Kann ich aber eh gleich machen. Diesmal kann er hier. Gut, dann mache ich hier schon mal einen Cut. Den sehen wir uns gleich in der nächsten Folge uns an dieser Stelle wieder.